Aber ihr könnt es gar nicht lassen. So was. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen. Na, freut ihr euch schon alle auf den Unterricht? Nein. Nein? Ja, dann müssen wir doch etwas Energie holen. Dazu stehen wir mit beiden Beinen fest am Boden. Unsere Wurzeln reichen tief in das Erdreich. Aufgepasst, mit der Einatmung holen wir uns die Energie hoch. Mit der Ausatmung lassen wir alles Belastende fallen und hochziehen. Besonders für die Jungs ist das wichtig. Bei denen bleibt die Energie sehr leicht in der Körpermitte hängen. Nun sind wir aber bestens für den Unterricht vorbereitet. Platz nehmen, meine Lieben. Also, ach, Herr Kollege, na ja, auch schon da. Wieder Probleme mit Ali, hm? Na, Frau Kollegin, was soll das? Die 10 Minuten, wo ich mich da verspätet habe. Na denn, wir müssen uns in Zukunft ohnehin etwas strenger sein. Die Herrschaften da, bei der letzten Mathe-Schularbeit 75% nicht genügend. 75%? So viele Kinder sind wir ja gar nicht. Typisch, ha? Er muss schon wieder das letzte Wort haben. Na, dann wollen wir doch mal beweisen, was Frauenbauer ist. 6 mal 8. 3 mal 9. 5 mal 7. Ja, aber meine Lieben, das 1 mal 1 ist doch die Grundlage der Mathematik. Dolly, kannst du mir wenigstens 2 mal 6 sagen? 2 mal 6 ist 12. Aber Frau Lehrerin, ist das in einem Monat oder in einer Woche? Ja. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Nehmen wir lieber ein anderes Gebiet. Welcher Ozean liegt zwischen Amerika und Asien? Richtig! Es ist der Stille Ozean! Ja, wunderbar! Na? Herr Kollege, man muss nur die richtigen Fragen stellen. Ja, wunderbar, was soll man drauf noch sagen? So, Jungs, bei uns geht es um das Allgemeinwissen. Anton, ich rede mit dir. Ja, Herr Lehrer. Ja, wissen Sie, ich höre nicht immer alles heute, ich bin so verliebt. Ja, schön für dich, aber jetzt sind wir da in der Schule und da heißt es aufpassen, sich konzentrieren. Los, kannst gleich stehen bleiben. Sag Anton, kannst du uns erklären, wann spricht man von einem Helden? Von einem Helden spricht man, wenn einer einen das Leben rettet. Ja, das ist korrekt. Hat vielleicht schon jemand von euch einem anderen das Leben gerettet? Ich, Herr Lehrer. Mein kleinen Neffen habe ich das Leben gerettet. Ja, Ewald, das ist ja wunderbar. Sag, kannst du das uns etwas genauer schildern, wie du das gemacht hast? Ach, das war ganz einfach. Ich habe einfach meiner Schwester die Antibabybullen versteckt. 6 Leidl. Auch eine Möglichkeit, gell? Wie man jemanden das Leben retten kann. Also bei der nächsten Frage, da geht es um eine gewisse Selbsterkenntnis, gell? Derjenige von euch, der glaubt, dass er ein Dummkopf ist, der soll bitte aufstehen. Man, ihr dürft ruhig sitzen bleiben. Der Anton, also du glaubst, dass du ein Dummkopf bist? Na, Herr Lehrer, ich glaube das nicht, aber ich bringe es ja nicht übers Herz. Ihnen so ein langer Tag scheint zu sein. Ja, super. Dankeschön, gell? Also, Frau Kollegin, ich würde sagen, jetzt ist es soweit, gell?
jetzt brauche ich eine kleine Auszeit. Das kann ich mir vorstellen. Nun wollen wir doch mal allen beweisen, dass man blond sein kann und trotzdem Grips im Kopf hat. Bitte, mein Blondinchen, in welcher Schlacht starb Karl der Große? Bei der letzten natürlich, Frau Lehrerin. Richtig! Bravo, bravo, bravo! Vielleicht noch ein Beweis deiner Intelligenz? Wenn ich sage, ich bin schön, was ist das für eine Zeit? Bei Ihnen, wenn ich Sie so ansehe, ist es Vergangenheit. Da war der Applaus jetzt fehl am Platz. Für diese Antwort schreibst du mir 100 Mal, meine Frau Lehrerin ist schön. Setzen. Wie nennt man Lebewesen, die teils im Wasser und teils an Land leben? Bitte, Frau Lehrerin. Dorli. Das weiß ich. Meine Lieblingsschülerin. Das sind die Badegäste. Ja, wunderbar. Jetzt wäre ein Applaus angebracht. So, Jungs, und unser nächstes Thema, da geht es um Geschichte. Ich meine, Geschichte ist ohnehin was für uns Männer. Weil jedes Mal, wenn wir ein bisschen spät nach Hause kommen, müssen wir auch irgendwelche Geschichten erzählen. Ewald, du kannst uns sicher sagen, wann Rom erbaut wurde. Rom ist, glaube ich, in der Nacht erbaut worden. Jetzt sag einmal, wie kommst du denn auf das? Ja, es heißt ja immer, Rom wurde nicht an einen Tag erbaut. Auch eine Logik, ja? Und der Anton, der kann uns sicher sagen, wo der Anton, bitte. Wo wurde der Friedensvertrag 1918 unterzeichnet? Ja, ich glaube, Herr Lehrer, rechts unten. Meine Hosen. Frau Kollegin, schon langsam, aber sicher, gell, bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich weiß ja schon bald weg. Er verliert ja schon wieder die Hosen. Das ist ja Wahnsinn. Der Toni kann nicht einmal allein die Hose anziehen. Ja, ja, Wahnsinn. Schleidl, ich tue mir da echt schwer. Manchmal frage ich mich, was geht in den Köpfen der heutigen Jugend vor? Ja, zu. Eh nichts in der Hose und trotzdem verliert es. Du nicht so blöd. Ja. Mach zu. Die Leute schauen ja alle. Danke. So, jetzt bin ich wieder da, Leute. So, okay, es war es erledigt. Ich würde sagen, richten wir unsere Blicke in die Zukunft. Sag, habt ihr euch überhaupt schon einmal Gedanken gemacht, was ihr später nach der Schule einmal machen wollt? Anton, fangen wir bei dir an. Hast du schon eine Vorstellung, was kommt nach der Schule? Ja, sicher. Ich werde garantiert Lokomotivführer. Weil ich wohne draußen in Krautendorf, neben dem Bahnhof, der schön beleuchtete. Und wenn ich noch die Prüfung bestanden habe, dann fahre ich mit der Bärte nach Graz. Ja, keine Frage. Sehr schöner Beruf. Und der Ewald? Ah. Hat der Ewald auch schon eine Vorstellung, was du einmal machen möchtest? Ja, sicher. Ich will Hundesitter. Weil Sackerl fürs Gackerl habe ich eh schon. Ja, super. Oh Maria, Herr Lehrer, da haben ja Fools mitgenommen. Das ist ein Wahnsinn. Na gut, ein neues Berufsbild, wer weiß das schon, gell? So, jetzt kommen wir zu der Lieblingsschülerin meiner Kollegin, zu der Dorli. Dorli, hast du dir auch schon Gedanken gemacht? Was möchtest du einmal machen? Ja, na, freilich. Da brauche ich ja gar nicht nachzudenken. Ich werde Pensionistin. Da brauche ich nicht arbeiten und bekomme trotzdem mein Geld. Ja, super. Ich glaube, das wird sich ja jeder wünschen, Herr Pensionistin als Beruf. Aber ich glaube, das wird es nicht spülen. Und Bertha?
Hat sich die Bertha auch schon Gedanken gemacht? Ja, sicher. Wenn ich noch schöner werde, werde ich Model. In Gottes Willen, schnell scheiner. Und wenn nicht, dann Lehrerin. Nenn mir lieber 4 Tiere, die in Australien leben. Bitte, Frau Lehrerin, das ist ganz leicht. Wenn ich meine Dolly nicht hätte. Dolly, bitte. Ein Koala-Bär und 3 Beuteltiere. Ja, ist doch richtig. Na? Herr Kollege, das ist doch eine kreative Antwort. Ja, ich bin sprachlos. Also Frau Kollegin, Hut ab. Sie haben Ihre Mädels im Griff. Ja, man hat's oder man hat's nicht. Mich hat's halt. Ja. Ja, meine Kollegin hat alles gesagt, gell? So, Jungs, und bei uns geht's um Gewürze. Ewald, fangen wir diesmal bei dir an. Sag, welche Gewürze kennst du? Ach, Kümmel, Curry, Pfeffer, Paprika. Ja, das sind alles sehr bekannte, häufig verwendete Gewürze, aber eins fällt mir noch. Ein wichtiges. Anton. Bitte, ja, bitte. Haben Sie was gesagt? Ein wichtiges Gewürz fehlt uns noch. Los, ich gebe dir keinen Tipp. Denk dran. Ja. Was gibt der Papa jeden Tag in der Früh auf seine Eier? Nivea-Creme. Na, ich gebe es auf. Nivea-Creme. Ja, und wenn ich den Ewald so anschaue, also der gefällt mir heute auch nicht so, gell? Du bist. Du bist so auffallend blass, du wirst wohl nicht krank werden. Ja, das wundert mich nichts, dass ich blass bin, weil heute in Früh hat mich meine Mutter gewaschen. Mir gelingt das nie so. Ja, ein Wahnsinn, was das ausmacht. He? So, wenn ich auf meine Uhr schaue, die Stunde ist bald vorbei, gell? Die dauert ja nur 50 Minuten. Anton. Ja, Herr Lehrer. Ich glaube, das ist was für dich. Hau ruck, Anders. Sag, kannst du uns einen Satz bilden, in dem Samen und Säen vorkommt? Ja. Heute sind wir alle bei Samen. Und morgen säen wir uns wieder. Ich glaube, Frau Kollegin, da braucht man nichts hinzufügen. Na, wollen wir nicht noch ein Liedchen alle zusammendrellern? Vielleicht vom Hansi? Na geh, okay. Also wenn schon singen, dann was Bodenständiges. Okay. Ich bin ein Steirer Bub und trug's a Kärntner durch. Ich mach ein gewiss kein Schau. Mein liebe Steirerland, bei uns in Steiermark sind Leute so groß und stark, sind wir die Tannenbaum. Bei uns daheim, bei uns in Steiermark sind Leute so groß und stark, sind wir die Tannenbaum. Bei uns daheim. Jo, Lee!